Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Occupy Mars und es geht weiter in unserem Gewächshaus. Ja, wir haben ja in der letzten Folge massiv den Strom, mit dem Strom rum experimentiert. Ihr wisst ja, ich produziere vor, ich nehme drei Folgen an einem Stück auf. Darum werden eure Kommentare hier jetzt noch nicht einfließen. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? So viel habe ich ja nicht vorproduziert. So, ich wollte jetzt... Wir wollten jetzt pflanzen. So, habe ich denn mein Pflanzgerät eigentlich schon eingesteckt? Nö. Nö, warum eigentlich nicht? Dann war das hier ja doch schon gar nicht so uncool. Okay. Botanik. Mensch, wir wollten noch was freischalten. Das habe ich jetzt ganz vergessen, Leute. Botanik, ja, wir müssen ja noch Sachen freischalten. So, das heißt weniger Sauerstoffverbrauch. Bingo. Große Pflanzenkuppel, jawohl. Große Kuppel, bingo. Ach, die haben wir auch noch. Wir haben jetzt ja nur mittlere und kleine. Aber naja, gut. So, Leute. Das heißt, wir sind durch. Wir haben jetzt alles in der Botanik erforscht. Das heißt, der Schrank kann auch aus. 3D-Drucker, das heißt, da sparen wir dann... Nein. Der auch, das heißt, da haben wir keinen Strom mehr. Da brauchen wir keinen Strom mehr, verdammt. So, der Tisch müsste aus, es sind ja alle aus, ne? Okay, gut. Halt, hier einmal Abstecher. Ich würde hier tatsächlich... Wisst ihr, was uns hier auch fehlt? Den würde ich hier reinsetzen. Pass mal auf. Mal sehen, ob wir den bauen können. Wir haben nämlich noch keinen... Ist das Unterleben? Noch keinen Sauerstoff... Recycler. Hier, wie heißt der? Aber der passt doch hier dann gut rein. Ist der unter HQ? Oder unter Ressourcen? Da, ne? Der CO2-Wäscher. Den haben wir nämlich noch nicht. Passt tatsächlich noch mit den Elektronik. So, vom Strom müsste das auch passen. Schmeißen wir den noch an, ne? Meine, eigentlich läuft's, aber ey, wir brauchen ihn. So, okay. Ey, das ist auch neu, ne? Sonst sind wir immer direkt reingesprungen. Ey, ich finde das gut. Man sieht's gut, man hat alles im Blick. Ey, das ist klasse. Oh, und hier, das ist ja auch neu. Okay. Okay. Okay, ah, ja, jetzt haben wir die... Ah, jetzt verstehe ich, ja. Jetzt haben wir halb. Jetzt haben wir ganz voll, sieht man hier unten. Nett, die Anzeigen sind neu. Sehr schön, die habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, wir haben ja auch noch nichts gemacht. Okay, dann drehe ich ihn jetzt. Sonst wusste man ja immer nicht, wie viel hast du aufgedreht. Ich schätze, wenn ich jetzt noch einen mehr mache, ist zu viel. Gut, drehen wir ein oder zweimal runter. Kann ich eigentlich auch in die andere... Nee, nee. Das ist egal, welche Taste ihr nehmt, spielt keine Rolle. Dachte, man kann auch einmal zurückdrehen. Okay, gut. Jetzt würde mich ja nur interessieren, ob es Temperaturunterschiede gibt. Wie komme ich da wieder raus mit Escape? Da kann ich nicht drehen. Gut. Also haben sie das auch noch verändert? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache... Aha! Aber Moment. Sauerstoffproduktion 10,151. Benötigt die Energie 6,30. Ach, das ist dann auch noch ein Ende. Aha. Okay. Okay.
Das finde ich interessant. Weil, nicht, also ich sag mal, ich glaube, der optimale Wert war bei 10. Wartet mal ganz kurz. Wartet. Da sind wir bei 70. Da sind wir jetzt bei 56. Temperatur 59 bei 7,36 Liter. Weniger Dings. Wenn ich den aufdrehe, sind wir bei 10,51. Bei 5 kW, gute 5 kW, den drehe ich auch nochmal hoch. Da ändert sich nichts. Also wenn ich jetzt sage... Ja. Ich glaube, das ist die optimale Einstellung jetzt. Und hier auch von der KW-Geschichte her, ne? Wir waren vorhin schon einmal... Aber ist okay, gut. Jo. Das finde ich sehr genial. Das finde ich sehr genial. So, haben wir jetzt... Habe ich jetzt mein Dings eingesteckt? Ne, habe ich jetzt mein Dings eingesteckt? Habe ich immer noch nicht eingesteckt, ne? So, wartet mal. Ich habe hier doch ins Lager noch was geschmissen. Ne, nicht Uran reinschmeißen. So, aber passt mal auf. Dann packe ich das hier mal rüber. Nehme ich das hier mal. Ich brauche ich im Moment nicht. So, gehen wir rüber in unser Dings. Ah, ja, 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 ja. Also, ihr könnt das einstellen, Temperatur etc. Und die, das ist ja sowieso das Wichtigste. CO2-Wäscher, okay, okay, okay. So, jetzt haben wir hier unseren super coolen Schrank. Das finde ich natürlich... Nein, du bist schon wieder falsch. Geh bitte hier rein. Und dann hast du den auf die 4 gelegt. Und wir nehmen natürlich erstmal Kartoffelchen. So. Aufgepasst. Jetzt ist das auf die 4 gekommen, ne? Rote Biete. Dann fangen wir mal an. Pappeln. Aha. Also. Ja, eigentlich müsste ich überall reingucken. So, jetzt habe ich hier die Kartoffelchen. Okay. Den mal wieder weg kurz. Kannst du den zumachen? Ich musste abwarten. Dann mache erstmal alles noch auf. So. Dann würde ich hier tatsächlich nochmal Kartoffeln machen. Die wachsen ja mit am schnellsten tatsächlich. Okay. Und dann gehen wir hier und machen hier. Die rote Beete, die wir dann aber nur in, zu Saat umbauen. Tatsächlich, weil da habe ich ja nur 5 Stück. Die müssen wir uns dann einmal hinzüchten. Ach nee, da, guck, ich habe sogar noch mehr. Das ist auch gut. Aber trotzdem, allzu viel haben wir dann nicht davon. Gut, so, jetzt ups. Jetzt wird es wieder interessant mit unserem Strom. Man muss das ja auch erstmal alles so ein bisschen abraffen. So. Och, komm schon, was soll das denn? Ah, ich sehe, auch das haben sie geändert. Jetzt gehen beide Türen auf und zu. War vorher ja auch nicht. Vorher konnte man das ja einzeln machen. Okay, rechnen wir nochmal zusammen kurz. Wir haben ja immer noch das Stromthema. Darum, dies hier mit dem An-Aus, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, vielleicht habt ihr da auch eine Idee. Verwendung 27 haben wir jetzt. In unserem Treibhaus. Mit allem, was da ist. So, jetzt, ich habe 40 eingestellt. Jetzt brauchen wir natürlich, wir haben verfügbar zur Verwendung 10,74. Ja, 27, 40 habe ich eingestellt. Wasser ist gut und hier haben wir unseren Dünger. Der läuft ja auch automatisch. Okay, der Strom geht rein und Dünger geht rein. So. Ah, ja, sehr geil. Jetzt wird das abgezogen. Also habe ich durch den Strom
Warte, wir hatten 27, und jetzt, oder 27, dann müssten das jetzt ja 28,7 sein. Ist das korrekt? Irgendwie so, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 28,7. Ja, dann ist das das Treibhaus. Dann macht er das tatsächlich, dass er es separiert. Und die Struktur ist tatsächlich das Ganze. Ja. Wasser läuft, da machen wir auch natürlich. Wasser gehen wir dann auch noch an. Ja. Gut, dann habe ich das jetzt soweit. Ach genau, und das war dann über. Die 10, und waren über. Ich habe 40 ja eingegeben, minus bla bla bla. Aber wohl, habe ich 40? Ja doch. Und dann mit einem, ja gut, geliefert, erforderlich. Ah, hier kann ich noch umschalten. Aha, das ist unser... Ja. Ja, es müsste so sein, genau. Struktur ist das Gesamte. Und das müsste jetzt unser Pflanzending sein. Es sei denn, es ist tatsächlich anders gemeint mit der Struktur, aber ich denke nicht. Nee, es wird ja immer mehr, umso mehr wir aufgebaut haben. Genau. So, klasse. So, jetzt gehe ich mal hier an unserem Schränkli ran. Schrank hatte ich bis jetzt auch nie Probleme eigentlich. So, hier haue ich schon mal das alles rüber. Und der Siedsetzer geht da auch hin. Und dann würde ich tatsächlich mal sagen, wir holen und bauen uns jetzt mal zwei von diesen Kisten noch schnell. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob wir mit unserem Strom hinkommen. Ich wage es zu bezweifeln. Wir müssen echt sehen, dass das andere Ding an den Start kommt. So, Pflanzenkiste, Kiste mit kleinen Pflanzen. Dann ist das die große, ne? Ich mach mal zwei. Ja. Können wir jetzt erstmal drinnen lassen? Also, ihr wisst ja, wo es ist. Gut, dann lasst uns jetzt nochmal rausgehen. Vielleicht sind ja schon Uranstäbe fertig. Das wäre cool, weil der bringt uns 88 kW. Das ist ja schon mal ein Haufen. Jawohl, die haben wir am Start. Dann können wir hier natürlich gleich die nächsten reinfahren. Auch das mit dem STRG und dann, ja, STRG und einfach draufdrücken, war, glaube ich, vorher auch nicht. Es ist schon ein paar richtig coole Sachen, sind da schon mit reingekommen. So, mein Großer. Alles klaro. Ah ja, und radioaktive Strahlung habe ich jetzt nicht wegen dem schweren Anzug. Der kann ein bisschen ab. Oder sie haben es geändert, das weiß ich jetzt nicht, weil das müsste man testen, indem man einen anderen Anzug anzieht. So. Volles Fund. So, jetzt haben wir eigentlich schon mal den ersten am Start. Reicht natürlich noch lange nicht. Aha. So, was kommt denn eigentlich rein? Solar. Unser Kilopower mit 88. Wartet kurz. Jetzt muss ich mal eben schauen. In Benutzung erforderlich Bereitstellung. Lagerung und Produktion erweitert. Ach so, das ist hier. Ach so, das zeigt da unten immer an. Aber ich hab doch einfach zur Verwendung 164. Das ist drüben der Speicher. In Benutzung erforderlich Bereitstellung. So. Ich habe hier, haue ich ihn mit 100 rein. Da muss ich sagen, da wären die Prozente jetzt doch wieder gut. So, der bekommt 40. Das ist klar, das bleibt auch. Muss ich hier noch was einschalten? Nein, das hat, hier hat sich doch nichts verändert, oder Leute? Ne, das Ding lübt. So. Und angeschlödelt habe ich das doch auch. Ja, hast du auch. Ja klar, war ja hier angezeigt. Weil ich bin nur irritiert, weil hier steht zur Verwendung. Warte kurz. Kann ich den... Okay, da zeigt mir 0 an. Die zeigen mir auch 0 an. Why?
Warum? Warum zeigen die mir Null an? Muss ich hier irgendwas einschalten noch? Na, eigentlich doch nicht. Oder... Nein. Der läuft doch alles über ein Ding eigentlich, oder? Ach so, das ist in Benutzung. Ah, das heißt, der nutzt... Sehe ich das richtig, dass der tatsächlich den Strom nur nutzt, wenn er auch wirklich gebraucht ist? Was ist denn, wenn ich sage, ich gehe hier auf 200? Ah. Okay. Das heißt, ich müsste mir jetzt ja eigentlich mal die komplette Geschichte mal durchrechnen wieder. Oder wird mir das hier irgendwo angezeigt? Es wird mir ja Tagesproduktion 304. Ist jetzt aber immer so wie schwer. Was wäre denn theoretisch? Boah, muss ich jetzt echt rechnen? Ihr seid doch wahnsinnig. Das rechne ich doch nicht im Kopf, oder was? Ich nehme meinen Taschenrechner. Ist mir egal. Wartet. Das rechnen wir uns mal kurz durch, damit ich überhaupt weiß, was Sache ist. Ey, alles für euch. Nein, eigentlich auch für mich. So, wie viel haben wir denn davon? Wir haben mit 42 Kilowatt Tagesproduktion, also dies ist die theoretische, wenn eine 1, 2, 3, 4, 5, so, mal 5, sind schon mal 210. Dann kommt nochmal die Tagesproduktion. Was schafft der 6 eigentlich, ne? Meine ich im Schnitt, ne? 6 und der 88. Okay, dann machen wir nochmal plus 6 plus 88. Wären wir bei 304. So, dann könnte ich jetzt doch einfach sagen, ich mache mal 400. Es ist ja kackegal, es geht ja nur in den Dings. So, aber dann würde das ja hier schon gut hinkommen. Tagesproduktion. Also, na, also im Grunde müssten wir hier reingehen. So. Dann hier auf Elektrik und dann sagen, was bringst du? Du bringst 42, du bringst 6, du bringst 88. Da ändert sich ja nichts, weil das vom Wetter unabhängig ist. Genau. Und haben wir noch einen? Nein. So, und dann rechnet man das halt, wie viel habe ich davon mit 42 in den theoretischen Maßen. Korrekt? Korrekt. Und dann hätte ich so. Und jetzt habe ich es jetzt einfach mal auf die 400 getrimmt. Das hier ist halt die Tagesproduktion, was reinkommt. Mal ein bisschen mehr Sonne, mal ein bisschen weniger Sonne, mal mehr Wind. Hätten wir jetzt 10 von den Reaktoren, wären das 880. Und das wäre kontinuierlich. Und das ist geil. Da sollten wir mal drauf hinarbeiten. So. 400. So, wird jetzt hier reingedrückt. Junge, ich muss jetzt hier auch noch anfangen zu rechnen. So, und wir haben halt zur Verwendung tatsächlich 630. Das ist dann, genau, 630, was reinkommt. Warum haben wir so viel? Zur Verwendung, was jetzt reinkommt. Okay, das ist das, was rausgeht bei uns. Junge. Aber müsste ja funktionieren, ne? Ach so, ja klar, ich habe den ja angeschlossen. Stimmt. Eingang, Leistung, das heißt, wie viel habe ich? 100 habe ich eingestellt. Was habe ich denn gerechnet? Mit all unserem Zeug. Ich meine, wir können ja, die Struktur verbraucht 75, 96. Ah ja, genau. Gut, das ist dann ja okay. Das sollte dann jetzt auch erstmal mit den 100 reichen. Boah. Ich glaube, jetzt läuft das dann auch. Dann hat er die Strommenge gar nicht gebraucht. Wir sind bei 400. Ich rechne das nochmal genau aus, denn das nächste Mal. Aber das ist dann ja schon mal nicht schlecht. So, Kollege, dann haust du hier mal rein. Eigentlich müsste ich noch einen zweiten bauen. Mache ich jetzt... Habe ich jetzt keine Energie eingestellt oder was soll der Scheiß denn? Aber wieso? Ach so. Ja, wartet mal. Ich habe zu viel. Er teilt das ja auf.
jetzt verstehe. Ah, wartet, genau, jetzt müsste ich... Ich muss den abbauen. Stimmt, passt auf. Ja, ist ja auch logisch. So, ist ja auch logisch, passt auf. Den nehme ich jetzt mal ab. Genau, den müsste ich abbauen. So. Der braucht eigentlich so den... Und eigentlich müsste ich jetzt von den Akkus weggehen. Ich müsste eigentlich von den Akkus weggehen. Aber um mir die Sache jetzt erstmal einfacher zu machen, klemme ich den erstmal ganz prophylaktisch hier an. Machen wir mal so. Anklemmen. Ja. Yeah. Ich gehe hier erstmal auf die 4, weil wir haben erstmal noch kein anderes Gebäude dran. Da muss erstmal die Stromversorgung richtig laufen. Ja, hier lang. Genau. So. Dann habe ich ja gesagt, wie viel haue ich da in 100? Ich gehe dann auf 140. Halt, ich rechne die 40 damit rein. Ich will jetzt nicht hier noch ein Dings hinsetzen, weil das würde ich mir höchstwahrscheinlich sowieso nochmal anders aufbauen wollen. Ja, man muss das ja auch alles dementsprechend auch verstehen. So, 40 rein, alles klar. Leute. Ja, Strom, ja, okay, langsam wird das Spiel interessant hier. Das war vorher um einiges einfacher. Vielleicht tue ich mich da ja auch schwer, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht. Ist halt nur ein kleines Rechenspiel, so schlimm ist es nicht. Ich nehme euch die Taschenrechner, fertig. Gut. Jetzt haben wir es. Genau, ja. Weil alles, was ja hier produziert wird, soll da rein. Das kann auf 0 runter, obwohl ich denke mal, da wird eh nichts sein. Dann gehen die ganzen 400 da rein. So, der läuft. Und wenn wir die nächsten dann haben, dann sollte das funktionieren. Gut, dann haben wir das. Dann würde ich ja mal sagen, ich rechne das aber mal in aller Ruhe nochmal durch. Schreibt mir das auf und dann können wir das in der nächsten Folge nochmal ganz entspannt durchgehen. Ich glaube, ich brauche bestimmt wieder Elektronik, ne? Ja. Und Aluminiumplatten. Oh, Aluminiumplatten. Das wird auch noch interessant. Aluminium hier für unseren Gedöns. Aber ich glaube, das ist schon so richtig. Yep. So, Aluminiumplatten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Aluminiumplatten. Machen wir 20. Wenn wir 20 haben, haben wir. Und mal wieder Elektronik. Kann ich da auch 20 von bauen? Kann ich hinzufügen. Dann gehst du in Lager. Ey, das ist Uran. Das ist Aluminium. Kannst du auffüllen. Das ist Calcium. Calcium packe ich mal hier runter. Aluminium da rein. Eisen ist noch uninteressant. Da rein. So. Ja, langsam muss man ein bisschen... Hier, guck mal, das können wir schon mal mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. External pressure dropping. Druck fällt ab. Warum? Aus Grund, CO2-Wäsche gibt Gas. Daraus. Ja. Junge. Ich wollte draußen, ne? Genau, draußen. Hunger, ja. Es ist schon wieder finster, Freunde. Es ist schon wieder finster. So, was wäre für uns dann tatsächlich... So, Strom. Okay, Strom haben wir. Wasser sollte... Wasser würde ich... gehen wir auf jeden Fall auch noch an. Ist aber, denke ich, noch ganz im grünen Bereich. Wir wollen mal schauen, wie das hier mit dem Wasser so aussieht. Water. Gar nicht. Aber ich glaube, da kann ich hier in die Station gehen, ne?
Wasserverwendung 380. Wasserspeicher haben wir tatsächlich nicht. Aber da hinten war auf jeden Fall, wenn wir ins Treibhaus gehen, das können wir machen. Es wird eh dunkel, ich muss eh gleich pennen. Hier geht's zur Werkstatt, genau. Geradeaus geht's zum... Wenn ich hier nämlich reingehen... Ja, 590 Liter sind im Moment noch drin. Das ist sehr gut. Und wir haben einen 380 Verbrauch. Und wir haben eine Füllrate von... Müsste ich nachgucken. Aber ich kann noch mal... Natürlich bauen wir noch einen großen Tank auf. Jetzt, wo das da ist, würde ich sagen, bauen wir uns noch einen vertikalen Tank auf. Ich glaube, da hat noch mal 30.000 Liter oder irgendwie so. Wir schauen mal. Was machen wir ja so? Wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Kartoffeln? Ich meine, die werden ja noch brauchen. Ja, ne? Ihr schafft das schon. So, okay. Gut, Leute. Wir gucken mal. Gibt es hier irgendwas noch zu beachten? Das ist unser Komposter. Der kompostiert ja irgendwie. Mal sehen, ob sich da was verändert hat. Vorher war es ja, dass er es alles alleine macht. Aber wir haben es ja auch erforscht. Davon mal abgesehen. Wir haben es ja auch erforscht. Ach so, ich kann ja tatsächlich hier Nahrungsgedöns noch hinbauen. Mal sehen, ob wir genug Material haben. Lebensmittelverarbeitung. Bauen wir hier mit rein. Aber den könnten wir ja theoretisch vom Strom catchen. Aber eigentlich haben wir Strom. Eigentlich haben wir Strom in Anführungsstrichen, sag ich jetzt wieder mal so, genug. Aber wir können ja gerne erstmal alles ausschalten, bis wir richtig safe sind. Ne? Was haben wir? Wir haben den Kühlschrank. Ist das ein Kühlschrank? Ich denke, es war ein Schrank. Ein Kühlschrank bräuchte ich da ja eigentlich nicht. Lebensmittelverarbeitung. Aus. Den Komposter lasse ich natürlich an und die Maschine für Saatgutherstellung mache ich auch aus. Es ist ein Kühlschrank gewesen? Ja, hier ist schon was mit der Übersetzung, nicht? Inventario da, gell, da. Ja, ja, gut, okay. Habe ich jetzt einen Kühlschrank gebaut? Da kann man einen Kühlschrank, ich will ja keinen Kühlschrank haben. Naja, warum eigentlich nicht? Lass den Kühlschrank doch da. Außen knistert was. Leben? Wartet, lasst mich nochmal gucken. Was hatten wir denn da jetzt gebaut? Was habe ich denn da genommen? Naja, klar, Kühlschrank. Ich habe einen Kühlschrank gebaut. Ja, Saatgut muss kühl gelagert werden, Leute. Nützt dir alles nichts. Kommt, und die, ich glaube, was kann der 5, ne? Ich habe mich schon gewundert. Ja, lassen wir drinne, oder? Ich meine, im Kühlschrank, wichtig, das Pflanzenwerkzeug, das steht im Handbuch drin. Bei guten 5 Grad sollte es gehalten werden. Sonst, ne? Ja, egal. Nee, ist doch super. Lassen wir drinne, anwenden. So, dann hole ich die ganzen anderen, das andere ganze andere Saatgut noch. Den Sachen packen wir hier einfach mal mit rein. Weil die Kisten sind nicht so toll im Moment, muss ich sagen. Die sind noch nicht so prickelnd. Ja, ist doch fein. Da haben wir doch wieder gut was geschafft. Aluminium, so. Ach, hier, guck mal. Ich wollte noch die eine Batterie reinpacken, ne? Was ist das eigentlich für eine Batterie? Wir sind doch hier, sind wir voll. So. Geht wieder Licht aus? Nein. Okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, schauen wir hier nochmal was in die Figur. Ich gehe pennen. Und wir sehen uns dann übermorgen. Und dann geht es hier weiter. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal die Lobby an. Wir nehmen erstmal das Kleinzeug, den Hangar heben wir uns für zum Schluss auf. Behalten unser Stromgedöns natürlich immer im Auge. Ich rechne uns das noch einmal ganz in Ruhe richtig durch und dann, was wir jetzt am Start haben, wie viel Energie wir zur Verfügung haben und dann sollte das nun auch so funktionieren. Ja, ich denke schon. Wassertank kommt, hauen wir noch rein.
Mukwi. Ah, guck mal, hier werden dann auch die Kabel angezeigt. Das ist ja auch nett. Das ist auch nicht schlecht. Ach. Ach so. Okay. Naja. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob jetzt... Wie gesagt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare, ob es jetzt trotzdem alles miteinander verbunden ist. Ob man das sonst tatsächlich einzeln aufstellen muss. Ich weiß nicht. Aber wartet mal kurz. Da hat doch mal der Kaloin was von irgendwelchen Sicherungen gesprochen. Okay, hier ist jetzt so nichts drin. Wisst ihr, dass man das eventuell trennen kann? Also hier ist nichts drin. Kabel, also zumindest kann ich hier nichts anklicken. Naja gut. Okay. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was die Zeit so mit sich bringt. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut. Bis übermorgen. Ciao, euer Maruk. Ich gehe pennen. Sprich. Lochina.